Einige unserer Arbeiter sind zurzeit noch im Hafenviertel unterwegs. Zum einen im flinken Frettchen nahe der Anlegeplätze und in Richtung Fuhrmannsheim sind auch noch welche unterwegs. Wenn ihr dort nach dem Rechen sehen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Selbstverständlich, ich kümmere mich darum. Sehr gut, nichts anderes habe ich von euch erwartet. Berichtet mir, wenn ihr für die Sicherheit unserer Arbeiter gesorgt habt. Ach, und falls euch irgendwelche Schwarzaugen über den Weg laufen, seid ja nicht so zimperlich. Sie sollen spüren, dass sie dieses Mal eine ganze Grenze überschritten haben. Mhm. Aber ja, wir wollen jetzt erstmal auf den Prius-Platz. Wir brauchen dazu unsere ganze Truppe wieder. Für eine Handvoll Dukaten. Ärger am flinken Frettchen. Es gibt Ärger am flinken Frettchen. Schnell zum Überfall an den Docks. Gefahr an der Brücke. Wollte ich zur Brücke unseren Leuten helfen. Oh. Okay, da müssen wir uns wirklich dann zu zweit mal drum kümmern. Amazone voraus für die Königin. Für Manta. Okay. Da hast du daneben gehauen, Junge. Ja, zu spät. Verdammt, Riemann, habe ich die Nice Packs erwischt. Also eigentlich die Schwarzaugen. Ist jetzt die Frage, wenn ich das Gebiet verlasse, ich speichere mal die sicherheitshalber, ob da das Ganze als gescheitert gilt. Bin ja ist doof. Nee, bis jetzt nicht. Okay. So, dann erstmal ins Haus. Ich will mich erst hier in der... Ich will erst hier in der Grafenstadt fertig machen. Alle mal hergehört. So, du kannst deine Sachen ablegen. Und dann kriegst du von mir die 8 Einbeersäfte, dass du wieder welche hast. Wir können nämlich hier... Was da in den Kesseln brodelt. Lieber nicht. Wer weiß, wie oft das Zeug schon gebrodelt hat. So, Monana. Zum Donner, was ist? Die ist immer sehr aufbrausend. Wie ihr wollt. Ich werde dort warten. Aber nur... Gut. Also, Frau Grimm. Als nächstes hänge ich am Stuhl fest. Gut. Wenn es doch bloß ein Zauber gäbe, der mir das Schicksal meines Bruders zuteil werden ließe. Sag Wunder. Ja, Gewänderlag. Jetzt könnten wir theoretisch hier wieder alle Pflanzen einsammeln. Ach, nebenbei. Gwendala, ein Speer für dich. Mit dem du Todesstöße theoretisch machen könntest.
Bräuchte aber 15 Mut. Und wenigstens offensiven Kampfstil. Das bräuchte nur Finte und Finte bräuchte Gewandtheit. Das hat sie. Sie könnte auch mehr Gewandtheit vertragen. Nebenbei, wie sieht's bei Vorgrim aus? Ich steck erstmal deine Sachen weg. Können wir gerade nichts steigern so direkt? Maximum an Lebenspunkten erreicht. Das ist auch immer gut. Und bei uns auch mal Lebenspunkte wieder etwas höher stecken. Sprich, Freund. Sanja. Und wir geben Vorgrim mal Sachen, die wir behalten und wegpacken wollen. Lass das mal Vorgrim machen. Oh ja, Vorgrim könnte das Stachelschild benutzen. Ja. Und ja, die Schmiedeschürze ist schlechter als das Kettenhemd, was Vorgrim trägt. Okay. Oh, nebenbei. Wenn sie den tragen würde, dann könnte sie nicht mehr zaubern. Nicht wahr? Doch, sie könnte noch zaubern. Schwierig, wem geben wir denn das Ding? Also ja, alles andere ist dann zum Verkaufen. Aufgepasst. Rostige Nägel, Gulmontee. Das ist zum Verkaufen. Also das ist alles zum Verkaufen. Das kann noch weggepackt werden. Das kommt, kriegt gleich Gladys. Oh, ein Haus gegenüber vom Praius-Tempel, naja. Die Diebesgilde wäre mir lieber. Oh, was? Dranor trägt immer noch den Säbel. Habe ich vergessen, ihn wegzustecken. So, Gladys, eine Haarnadel für dich. Auch wenn du die Haarnadel eigentlich gar nicht mehr brauchst. Weil das Messer ist besser. Dann verkaufen wir die Haarnadeln mal. Ja. Vor allem das Messer ist nicht ein Weg. So, wir sind jetzt wieder vollzählig. Wir können also als erstes mit Gwendala hier Zeug reinpacken. Achso, der einfache Verband ist über. Ja. Dann nehmen wir mit Gladys mal ein Stack Einbeeren wieder raus und oh, das ist. Nee, wir haben da unten noch einen Stack Einbeeren. Und Quellwasser nehmen wir wieder raus. Und machen 10 Einbeersäfte. So. Zehn davon gehen an mich.
Die Haarnadeln sind zu Verkauf. Das Quellwasser kann wieder weg. Gepackt werden. Das bin ich. So. Dann haben wir hier, glaube ich, unsere Sammlung. Genau, da kann irgendwas Steckbrief rein. Hier haben wir... Ja, hier haben wir Verbände. So. Jetzt wird noch Fogrim, der... Natürlich. Rondrakam kann hier rein. Und hier waren die Rüstungsteile. Also das, das, die Rüstung und die Robe. Achso, die Schmiedeschürze noch. Ich. Na klar. Das Ding Gladys anziehen. Sieht dann sicher lustig aus. Sie in dem. In der Robe. Also, das ist Magierteil eigentlich. Deswegen könnte sie auch von Zwergen nicht getragen werden. Deswegen könnte sie darin auch noch zaubern. Die sieht aber sehr interessant aus in dem Teil. Gibt es wieder vor, kommt zurück. Der soll die Schmiedeschürze und das Ding mal da reinpacken. Ja gut, die Nägel, die er jetzt noch mit sich rumschleppt, kann er ruhig noch rumschleppen. Die können wir ein anderes Mal in die Schmiede packen. Jetzt geben wir dem Elf sein Holz. Wir sollten dort dann von ihm ein Rezept für einen sehr guten Bogen kriegen. Ja, hier stehen auch Städter rum. Ja, und hier ist auch Krämer Rappelbusch. Einmal hier und einmal im Hafen. Er ist überall. So, also erstmal dem Elf sein Holz geben. Seid gegrüßt, Entität des Seins. Ihr hattet mich doch zuvor um einen Gefallen gebeten. Konntet ihr schon herausfinden, was aus seiner Lieferung geworden ist? Nicht nur das, ich habe sie sogar gleich mitgebracht. Hier ist euer Holz. Notaro, ich bin froh, dass ich mein Holz noch bekommen habe. Konntet ihr herausfinden, weshalb die Lieferung nicht direkt zu mir gebracht wurde? Gab es etwa Probleme mit dem Zoll? Das nicht gerade, nur ein kleines Krabbenproblem im Laderaum des Schiffs, das die Lieferung an Bord hatte, nichts weiter. Nun, denn hier eine kleine Anerkennung für euch. Ein wenig TikTok-Holz und die Anleitung zum Bau des besonderen Bogens, von dem ich anfangs erzählte. An den Erin. Ja, TikTok-Holz und der Bogen. Braucht nur eine verbesserte Sehne. Kannst du das Rezept denn schon? Talentwert 15. Sie hat 10. Jetzt hat sie 15. Jetzt kann sie den für sich besten Bogen bauen. Also der ist wirklich verdammt gut. Na, mit 1W6 plus 9 im Vergleich dazu der Elfenbogen hat nur 1W6 plus 3.
Hat aber halt keine Nachladezeit. Das ist so das einzige Manko an dem ganzen Bogen.